So, wir wollen heute einen kleinen Blick werfen auf das Movie Juice Pack Helium. Das haben wir uns zum Mobile World Congress schon mal angeschaut, haben jetzt unsere Einheit hier und dachten, ja, wir werfen nochmal einen kleinen Blick im Video drauf. Das ist, wie gesagt, ein Zusatzakku, Schutzhülle, Case für das iPhone 5. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns hier einfach mal im Live-Einsatz an und merken mal ein, zwei Sachen an, die man hier vor dem Spontankauf vielleicht im Hinterkopf behalten sollte. Fangen wir vielleicht erstmal mit dem Offensichtlichen an. Was gibt's fürs Geld? Wir haben hier zum einen das Juice Pack, besteht aus zwei Teilen. Schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an. Daneben ein Micro-USB-Kabel. Damit wird das ganze Case aufgeladen. Damit lässt sich übrigens auch das iPhone laden, wenn es dann da mal drin steckt. Der Stecker kommt hier nachher unten rein. Und wir haben hier einen Klinkenstecker, um das Kopfhörerkabel durchzuschleifen. Das sieht man ganz gut. Wenn später das Juice Pack hier zusammengesteckt ist, dann kommt der hier unten durch, steckt sich so ins iPhone rein und soll dann halt dafür sorgen, dass Stecker, die nicht so dünn sind wie der original iPhone-Stecker von Apple, trotzdem noch mit dem Gerät verbunden werden können. Ist in Ordnung, ist flexibel, ist nicht die schönste Lösung. Also da sollte man vielleicht vorher gucken, ob man einen Stecker hat, der sich nicht wesentlich von Apples Originalstecker unterscheidet. Das Case selbst hat eine Kapazität von 1500 mAh, gehört damit nicht zu den stärksten am Markt, aber zumindest zu einem der bestaussehendsten. Also was die Verarbeitung hier angeht, die Wertigkeit, wenn man das Ding in der Hand hat, fühlt sich unglaublich gut an. Auch diese Klackmechanismen hier, wenn man das auf und zuzieht, dann rastet das ein und sitzt ordentlich. Wir haben ja auf der Rückseite so ein paar Plastennoppen, die dafür sorgen, dass der Rücken des iPhones nicht zerkratzt wird. Auf der Rückseite des Gerätes selbst haben wir hier einen Button, der uns den aktuellen Ladefüllstand anzeigt des Akkus. Der Hersteller wirbt damit, dass die immer schon voll aufgeladen ins Haus kommen. In unserem Fall, wie gesagt, haben wir hier drei LEDs und dementsprechend ist die nur drei Viertel voll. Den Akku selber kann man mit so einem Schiebeschalter hier an- und ausschalten, wenn man nicht möchte, dass das iPhone geladen wird, beziehungsweise sich den Saft noch aufheben will für den Rest vom Tag. Noch ein kleiner Kritikpunkt, wenn man eine Hülle benutzt, wie wir jetzt hier das 12 South Surface Pad, dann kann man mit dem Akku-Pack natürlich relativ wenig anfangen. Das heißt, zack, die Hülle muss erstmal abgemacht werden und erst dann können wir uns die ganze Sache hier zusammenstecken. Der Einsatz ist dann selber relativ schnell beschrieben. Wir ziehen hier unten den Stecker ab. Geladen werden kann das Case übrigens nur, wenn das zusammengesteckt ist. Dazu sollte man vielleicht auch sagen, dass über dieses Micro-USB-Kabel das iPhone zwar auch geladen wird, wenn man beides zusammen anschließt. Erst wird das iPhone geladen, dann das Case. Lässt sich aber nicht synchronisieren. Das heißt, wenn man das Gerät synchronisieren will, muss man unten immer den Stecker erst wieder abnehmen. Ansonsten nimmt man sich das iPhone zur Hand, schiebt ihn da einfach so rüber, passt ziemlich gut und schiebt jetzt das komplette Gerät hier einmal in dieses Juice Pack rein. So, wir können es uns mal von hinten anschauen. Hier macht es dann ordentlich Klack, wir haben keinen Abstand mehr, sitzt drinne und wir können die ganze Geschichte jetzt benutzen. Wenn ich hier mal den Schalter umlege auf der Rückseite, vielleicht drehen wir das Gerät vorher nochmal. So, dann geht es auch direkt an, fängt an zu laden. Wir sehen die Ladestandsanzeige und können ihn jetzt so lange mitlaufen lassen, entweder bis wir nur noch einen Balken haben oder bis das Gerät komplett aufgeladen ist. So, unsere Tasten an der Seite, die sind hier ganz gut ausgespart. Das gleiche gilt auch für den Power-Button oben. Wir haben natürlich die freie Kamera. Unten sollte man vielleicht noch kurz anmerken, haben sich ein bisschen Mühe dabei gegeben, dass sie nicht Lautsprecher und Mikrofon verdecken hier unten, sondern sie schleifen das auch durch. Kann man sich ganz gut anschauen, wenn man hier die Hülle nochmal abnimmt. Dann hat man hier so einen leichten Kunststoffkanal, wo der Sound dann nach außen getragen wird, beziehungsweise das, was ins Mikrofon rein soll, das Gerät auch erreicht. Das Juice Pack ist ohne Frage eines der schönsten Akku-Cases am Markt, ist eins, was nicht ganz so viel Kapazität hat wie alternative Varianten und wir können da schlecht ein Fazit abgeben, mit dem wir allen Leuten gerecht werden. Ich denke, ist es in erster Linie was für iPhone-Besitzer, die auch eine optisch schöne Lösung haben wollen, wenn sie mal einen Tag lang auf der Messe unterwegs sind oder im Urlaub. Ansonsten, wer wirklich einfach nur viel Strom braucht, sollte vielleicht zu einem GAM Pro greifen, hat dann nicht einen Case, sondern einen extra Akku, mit dem er das iPhone zwei, dreimal aufgeladen kriegt. Hiermit wird die ganze Sache so 70, 80, naja, vielleicht 85% voll, je nachdem, wie viel Glück man damit hat. Im Großen und Ganzen, 70 Euro ist für die Verarbeitung okay. Wer es für einen Zelturlaub braucht, sollte sich nach einem externen Akkupack umschauen, der nicht unbedingt am iPhone getragen werden muss und im Hinterkopf behalten. Zum einen,
nicht mit allen Cases kompatibel, beziehungsweise eigentlich mit keinem Case. Wenn da was dran ist, muss es erstmal ab und nicht mit allen Kopfhörern kompatibel. Zwei Wermutstropfen, die ansonsten uns aber recht wenig auszusetzen haben am Gesamteindruck hier. Mufi, Juicepack Pro, wir sagen danke fürs Zuschauen.